Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis. Angeberwissen! Mit einem langen Haar. Ja, mit einem langen Blank. Leerzeichen. Ja, hier ist der Pujan und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 20. Mai. Der ja heute ist. Und am 20. Mai haben wir bestimmt auch wieder jemanden, der Geburtstag hat. Nee, es tut mir leid, am 20. Mai, das ist der einzige Tag in der Geschichte der Menschheit, an dem keiner Geburtstag hatte. Und keine damit Kinder ist die Geschichte werden. Zu Ende und die Sendung auch. Nein. Ja. Am 20. Mai 1952 hat das Licht der Welt erblickt Roger Miller. Roger Miller, oder besser gesagt Albert Roger Miller, ist ein ehemaliger, ist ein ehemaliger kamerunischer Fußballspieler. Und er war unter anderem in der Nationalmannschaft 1978 bis 1994 und er hat seine Mannschaft bei der WM 1990 ins Viertelfinale geschossen und zählte damit zu den besten Fußballern Afrikas. Genau. Ja. Hast du dich noch an den erinnern? Hast du schon mal irgendwie? Weißt du, wer das ist? Ja, hab ich gerade gesagt. Hast du 1990, hast du wirklich bewusst die WM geguckt? Ja, das ist, als wir im Eishockey versagt haben. Ja. Am 20. Mai 2006 gewann die finnische Rockband Lordi den Eurovision-Dings da? Song Contest. Song Contest der Eurovision. Das ist Lordi. Das ist, bevor sie in die Maske gegangen sind. Ja, ja, genau. Ja, so sehen sie echt aus. So sehen sie privat aus. Weißt du, wie das Lied hieß? Nein. Hard Rock Hallelujah. Hard Rock Hallelujah, genau. Hm. Ja. Fandest du es gut? Nein. Ja gut, dann brauchst du nicht so Begeisterung zu heucheln. Ich stehe weder auf hier diese Schönheits-OPs noch auf diesen Eurovision Song Contest. Nee, dieser Schmarrn ist das so. Ich habe das mal geguckt, irgendwie so ein, zwei Jahre hintereinander. Damals so als noch hier... ein, zwei Jahre hintereinander? Ja, ja, wo der Stefan Raab und der Gildo Horn da aufgetreten sind, da habe ich es geguckt. Aber dann auch nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben es ja abgeräumt, ne? Die waren gar nicht so unerfolgreich eigentlich. Ich glaube, der Gildo Horn war Achter und der Raab war Sechster oder irgend sowas. Ich rede hier von Lordi. Ach, Lordi, wer interessiert denn Lordi? Du hast die Matte gebracht, du Flöte. Ja, ist ja gut. 20. Mai, was ist da noch gewesen? Am 20. Mai 1875 wurde in Paris von 17 Nationen das Längenmaß der Meter, ich habe da leider kein Bild zu, der Meter als verbindliche Längeneinheit anerkannt. Und 1983 wird das Meter als Basiseinheit der internationalen Einheitssystems festgelegt. Bedeutet, das ist die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1 zu... Ich kenne die Zahlen nicht. Boah, ist das viel. Du musst doch mal den Dr. Brausefrosch fragen. 299 Millionen... 792.458 Sekunde zurücklegt. Aber warum fragst du nicht Dr. Brausefrosch an der Stelle? Der ist im Urlaub. Ach, der ist im Urlaub. Ja, also, ja, genau. Kennst ja diese Schönheitschirurgen. Ja. Also, das war am 20. Mai. Das war am 20. Mai. Sehr gut. Und am 20. Mai ist aber auch Aktionstag der Deutschen Venenliga. Jetzt denkt man, Venenliga? Wen interessiert's? Wie Marvel oder sowas oder DC? Gibt es nicht irgendwie die Gerechtigkeitsliga oder so ein Kram? Ja, es gibt auch die Bundesliga und es gibt eigentlich einiges. Aber die Venenliga, ja. Da geht es darum, wer hat die schönste Vene oder was? Ja, das ist Deutscher Venentag. Nochmal. Venen interessiert. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich wollte es mal gesagt haben. 20. Mai, morgen ist der 21. Mai. Da ich drücke euch die Daumen für morgen, heute. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.